Hallo zusammen, jo, zur nächsten Map-Vorstellung. Jo, heute geht es um den John Deere 8245R bzw. 8R-Series 2016-2018, die in der EU-Ausstattung. So, zunächst einmal, Mod hat bei mir keine Fehler angezeigt. Das mal vorab schon mal. Jo, gehen wir hier mal gleich in die Details. Also, Start hier mit 290 PS, 50 km/h schnell. Preis ist natürlich auch nicht auch lecker mit 299.000 Euro Startpreis. So, also sieht er aus. Jetzt schaue ich ihn noch mal gleich genauer an. Genau. So, also wir haben jetzt hier Konfigurationsmöglichkeiten noch und nöcher. Vorderer Griff, was da immer das sein soll. Ja, okay. Man sieht es hier: Fronthydraulik mit Feuerlöscher. Okay, auch noch nie gesehen. Gewichte, verschiedene Variationen hier. Er geht auch schön nach unten. Wir machen mal mit Fronthydraulik und machen. Komm, wir geben uns mit dem Feuerlöscher. Das gucken wir uns mal genauer an. Reifen. So, bekommen wir Trelleborg, Michelin und dann die richtig dicken Dinger. Und natürlich auch die hier. Wobei ich das jetzt nicht so ganz toll finde. Aber gut, auch wer Spaß drauf hat, also ich jetzt nicht. Ich würde mir jetzt mal die hier drauf machen. Wir gucken mal, was wir sonst noch kriegen. Also die und dann sind wir wieder am Anfang. Reifenvarianten bei Trelleborg. Das heißt, dasselbe, neuere Reifengewicht. Aha, okay. Breitreifen, dann sieht das so aus. Moment mal, ich mache es mal ein bisschen so, dann sieht man es vielleicht noch ein bisschen besser. Breitreifen, älter. Hinten zweifach, vorne zweifach, hinten dreifach, wohlgemerkt, ne? Silo-Schieber, einwandfrei dann wahrscheinlich. Wieder Standard, genau. Bei Michelin haben wir Standard mit Reifengewichten, ältere, neue Reifengewichten, Breitreifen, Reifen mit ältere. Ihr seht es ja selber. Ich blicke mal einfach mal durch. So. So, und jetzt haben wir die Goodyear. Ne? Manchmal dicke Dinger. Hier tut sich jetzt gerade gar nichts. Mich sehe ich jetzt gerade nichts. Okay. Würde mal sagen, wir machen mal die Maximum hier. Keine Ahnung, was das dann gebracht hat hier. Kotflügel hinten. Breit. Normal. Hinten machen wir breit. Trompetenkonfiguration. Linke Trompete. Ach, hier oben auf dem Dach. Ihr seid jetzt hier auf dem Dach. Rechte Trompete, beide Trompeten, machen wir es mal so. Was gibt es noch? So, machen wir es so. Extra Lichter, okay. Hier seht ihr es hier. Moment, so. Arbeitsscheinwerfer oder nicht. Dann machen wir hin. Dann haben wir hier Motorausführung lassen es, aber er geht von 290 hoch auf 270, ja, geht runter 295, 320, 345, 370, 400 PS und dann findet er von vorne an. Und dann können wir hier noch die Jahre auswechseln, wie ihr es haben wollt, was für Jahre auch immer. 16, 18, 16, 18, wie ihr wollt. Wir machen jetzt einfach mal das Ding so. Und dann Licht, Feuer wahrscheinlich oben mit. Ah ja, gut, da seht ihr es, die Lichter hier oben. Andere Seite, beide und nichts. Wir lassen es mal weg. Warnleuchten. Warnschilder wahrscheinlich, meine jetzt hier damit. Europäisch oder nicht. Sicherheitsdreieck, nein. Wir lassen sie mal weg. Dann haben wir noch GPS, ja oder nein. Wir machen es mal. So ein großes hin, so. Ich finde, es sieht nicht schlecht aus. So werden wir uns das Ding jetzt mieten. Hinten hat er noch schöne viele Scheinwerfer. Ich werde es dann nachher nochmal sagen. Nicht, dass er meint, das ist Standard hier. So, gemietet. So, gucken wir mal. So, so sieht er jetzt aus, gerade eben. Da ist der Feuerlöscher dran. Ja, schon ein ziemlich dickes Ding hier. So. Würde ich sagen, wir machen mal kurz mal wieder den Sound ein bisschen lauter, dass ihr auch was hört. Beziehungsweise, ja, machen wir mal so.
Immer das gleiche hier. So, so sieht er hinten aus. Gehen wir da mal rein. So, innen sieht er jetzt gerade so aus. Mal gucken, ob er IC hat. IC hat er. Türe geht auf. Übrigens, der Mod hat eine Modgröße von 32 MB, was ich für dieses Ding eigentlich schon fast wenig finde. Also rein vom Gefühl her. Ich hätte eigentlich mit mehr gerechnet. Das Türe zu, das funktioniert, den Sitz aufklappen, das funktioniert auch prima. Dann haben wir hier noch, ja genau, Lenkrad runter, Lenkrad hoch. Was kann man hier noch machen? Scheibenwischer an, aus. Und was ist das hier? Hallo? Ah, okay, Hinterwischer, okay, passt. Was haben wir noch Schönes? Den Sitz. Ah, wir können uns drehen ein bisschen, okay. Das hat man schon, glaube ich, gell? Lenkrad runter, Lenkrad hoch. Lass uns gerade mal unten. Kann man hier oben noch irgendwas tun? Hier hinten kann man. Ach nee, hier ist der Wischer. Das ist ein Seitenwischer dran. Okay. Ah, das ist wahrscheinlich dieses hier. Ja. Was haben wir hier hinten noch? Man kann hinten aufmachen. Leider ohne Sound. Wenn jetzt zumindest bei mir jetzt hier gerade eben. Hier geht sonst nichts mehr. Hier oben war auch nichts mehr. So sieht es wie gesagt von innen aus. Machen wir mal an. Hier wird alles schön geladen am Display. Hört sich so standardmäßig an. Ich weiß es nicht, ob das so ist. Jetzt finde ich aber, er hört sich an und anlassen, hört sich Standard an, aber wir gucken mal. Funktioniert das Ding? Scheint funktionieren, gut. Auf jeden Fall hört es sich besser an wie bei dem anderen Projekt, wo ich mal hatte, wo ich auch so einen riesen Dinger hatte. Kabel sind dran. Normal. Scheint zu funktionieren, das ganze Ding. Das duckt ihn auch gar nicht. Logischerweise bei dem Gewicht. Das ist ja nichts für den. Wir fahren gleich noch ein Stückchen. Aber er hört sich ziemlich gut an. Mal schauen, ob das hier auch funktioniert. Okay, Strom ist angestöpselt. Scheint zu funktionieren. Gut. Ich will aber doch mal kurz mal reinkommen. F1-Menü anmachen. IC kann ich machen. Okay. Ah. Wenn ich die Ding-Taste drücke, die linke Maustaste gedrückt halte und hoch und runter, kann ich ihn hoch und runter. Also hoch und runter, den Gehäuse gedrückt halte, macht er dieses Ding. Machen wir mal oben stehen. So, okay. Funktioniert gut. Fahren wir ein Stückchen. Was richtig gut ist, der Sitz ist schön animiert. Du fühlst dich irgendwie direkt schon im Gerät selber hier. Oh, so. Männchen bewegt sich, also ein Pedal wird auf jeden Fall bedient. Lenkrad wird auch schön gedreht. Bremse hat er, wobei. Ja. Mal bestimmt die Gleise drüber. Okay, er bleibt stabil. Wir fahren mal kurz da ein bisschen hoch. Man sieht es ja hier drin, es wackelt schön durch die Gegend, fallen wir ein bisschen im Gelände ein bisschen. Ja, der Sitz bewegt sich mit. Ist gut. Das Fahrgeräusch ist besser wie das Startgeräusch, finde ich. Wir fahren jetzt mal hier mit Beschienen drüber, wie immer halt. Ne?
passiert gar nichts. Aber das auch gleich kann mit dem Ankuppeln. Ich wollte es eigentlich so nicht. Ich wollte es so eigentlich so. Kabel ist dran. Okay, er kommt hoch hinten ein bisschen, aber das ist ja nicht. Er kommt ein bisschen hoch. Okay. Okay, das wäre das. Dann gehen wir kurz in die Nacht rüber. So, jetzt habe ich hier aber ein kleines Problem. Ihr nicht. Ich mache mal kurz aus, dass ihr mich wieder besser versteht. So, einmal Licht an, zweimal Licht an ist hinten beleuchtet. Dreimal Licht, das sind dann, wohlgemerkt, wir haben hier das Zusatzpack mit den Arbeitslichtern drauf als Zubehör mit reingekauft. Also nicht wundern, dass jetzt mehr Lichter sind. Also ich jetzt praktisch beim zweiten Mal klicken, funktioniert. Und beim dritten Mal geht es wieder aus. Gucken wir innen rein, wie es innen aussieht. Hier ist was beleuchtet. Und da oben ist nichts beleuchtet momentan. Hier hinten natürlich, klar. Wir machen hier mal voll alles an. So, also momentan ist nichts beleuchtet. Lassen wir mal die Kiste an. Schuppdiwupp ist hier alles schön beleuchtet. Auch das Display da vorne einwandfrei. Gut. Das Licht aus, machen wir die Blinker an. Die eine Seite hier blinkt was. Hier hinten blinkt was. Dann die andere Seite hier blinkt auch schön. Okay. Und jetzt beide. Funktioniert auch. Okay. Gut. Ja, was soll ich sagen? Feines Gerät. Ja, würde ich sagen, das war's auch schon wieder. Wie gesagt, bei mir schmeißt er keine Fehler. Und dann würde ich einfach sagen, wenn ihr den haben wollt, laden runter. Link wieder in der Beschreibung unter, wie immer. Und dann euch noch einen schönen Tag. Bis denne und ciao.